Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Ampel Momentum Solidarität oder gemeinsame Verantwortungslosigkeit, der Vorschlag zum EU-Migrationspakt auf dem Prüfstand. Das Ampel Momentum ist ein Format des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, das eigentlich in Heidelberg seine Heimat hat. Dieses Format wird ausgerichtet vom Berliner Büro des Instituts und es ist für uns eine Plattform, um aktuelle Themen aus der Forschung des Instituts, also aus unseren Forschungsagenten zum Europarecht, zum Völkerrecht und zum vergleichenden Verfassungsrecht zur Diskussion zu stellen und aktuelle rechtspolitische Fragen aufzugreifen. Wir wollen heute diskutieren Probleme des gemeinsamen europäischen Asylrechts, das viele Schwierigkeiten hat. Wir werden genauer auf diese Probleme eingehen im Laufe des heutigen Abends. Am 23. September hat die Europäische Kommission ein neues Migrations- und Asylpaket vorgeschlagen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute drei ausgewiesene ExpertInnen hier haben, um diesen Vorschlag einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir haben zwei Wissenschaftlerinnen und einen Journalisten, die sich schon sehr lange mit Themen des Migrations- und Flüchtlingsrechts auseinandergesetzt haben. Ich möchte die drei kurz vorstellen. Der Journalist unter Ihnen wird dann auch das Ruder übernehmen für den weiteren Abend. Es ist Christian Jakob. Christian Jakob ist Redakteur der Tageszeitung der TAZ in Berlin im Ressort Recherche und Reportage. Im Moment ist er auch der erste Stipendiat unseres neuen Programms Ampel Journalist in Residence. Ampel Journalist in Residence ist ein Programm, mit dem wir es in der Zukunft Journalistinnen und Journalisten aller publizistischen Formate erlauben wollen, für bis zu 3 Monate bei unserem Institut zu forschen, auf unsere Ressourcen zurückzugreifen, insbesondere auch auf die Forschungsbibliothek, aber natürlich auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu begegnen und ihre Expertise in unseren Forschungskontexten zu vertiefen. Christian Jakob ist der Erste, den wir an Bord haben, und er wird dann auch gleich die Moderation für diesen Abend übernehmen. Des Weiteren möchte ich vorstellen Dr. Dana Schmalz, wissenschaftliche Referentin am Institut. Dana ist vor kurzem wieder ans Institut zurückgekehrt, nach Stationen in Göttingen, in Bremen und in New York. Sie ist jetzt wieder mit einem Rückkehrstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung bei uns am Institut. Und vor wenigen Tagen ist ihre Dissertation erschienen mit dem Titel Refugees, Democracy and the Law, Political Rights at the Margins of the State bei Routledge. Diese Dissertation ist auch unter der Betreuung von Armin von Bogdani am Institut entstanden. Und als Dritte im Bunde haben wir Katharina Zibritzky. Katharina Zibritzky ist seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut, wo sie ein Promotionsprojekt zum europäischen Asylrecht verfolgt. Ich möchte auch erwähnen, dass sie auch praktische Erfahrungen hat in der Arbeit mit Flüchtenden und im Migrationsbereich als Mitbegründerin und Vorstandsmitglied von Equal Rights Beyond Borders, einer Organisation, die auch vor Ort an verschiedenen Orten in Europa aktiv ist. Damit möchte ich ohne viele weitere Umstände an Christian Jakob weitergeben. Noch ein Hinweis für diejenigen, die aktiv teilnehmen an diesem Zoom-Webinar. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen im Chat zu stellen. Wir werden sie dann an mehreren Stellen in die Diskussion einspeisen. Bedienen Sie also einfach die Chat-Funktion. Wir freuen uns, dass so viele auch aktiv teilnehmen an diesem Webinar heute. Und ich wünsche uns allen einen bereichernden und informativen Abend. Lieber Christian, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Guten Abend auch von mir. Die EU hat fast 15 Jahre verhandelt, bis sie dann 2013 im Juni das letzte Mal ein gemeinsames europäisches Asylsystem beschlossen hat. Die damalige Innenkommissarin Cecilia Malmström hat gesagt, das solle dazu dienen, die grausame Lotterie der auseinanderfallenden Asylstandards zu beenden. 4 neue Rechtstexte sind damals beschlossen worden, um sicherzustellen, dass Asylbewerber in Zukunft überall in der EU die gleichen Standards vorfinden sollten. Der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat gesagt, dass CEAS, wie es genannt wurde, verschaffe der EU das weltweit modernste Flüchtlingsrecht mit hohen Standards. Es hat sich aber dann sehr schnell gezeigt, dass das CEAS die zentrale Unwucht im europäischen Asylsystem keineswegs beseitigt hat. Denn was die Verteilungsfrage innerhalb der Union anging, ist im Wesentlichen damals alles beim Alten geblieben. Und die sich daraus ergebenden Fliehkräfte auf die Union haben dann spätestens ab 2015 gefährlich
und auch immer weiter zugenommen. Die alte Kommission von Jean-Claude Juncker ist gezwungen gewesen, das Asylsystem erneut zu reformieren, hat sich aber die Zähne ausgebissen an den fast unvereinbarenden Positionen der 28 Mitgliedstaaten. Praktisch alle Ratspräsidentschaften der letzten Jahre haben versucht, die Verhandlungsblockade als Vermittler zu lösen. Das hat allerdings nicht geholfen. Juncker hinterließ seiner Nachfolgerin Ursula von der Leyen die Asylpolitik als eines der größten ungelösten Probleme. Der Konflikt bewegt sich zwischen drei Polen, einmal den Außengrenzenstaaten, für die im Grunde genommen nichts anderes akzeptabel ist als ein System, das ihre Benachteiligung durch die Dublin-Regeln überwindet. Ein Block, dessen Kern die Visegrad-Staaten bilden, zu dem mittlerweile auch Österreich gehört, für die nur akzeptabel ist, keine Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. Und eine Gruppe von etwa 10 Staaten, in denen auch auf Druck der nationalen Zivilgesellschaften eine gewisse Bereitschaft herrscht, Umverteilung in engen Grenzen zu akzeptieren. Ende September hat dann die Kommission, 4 Monate später als angekündigt, ein knappes Dutzend Gesetzesänderungen vorgelegt, zusammengefasst unter dem Namen Neuer Europäischer Asyl- und Migrationspakt, die ein neues Gleichgewicht zwischen Verantwortung und Solidarität schaffen sollen, wie die Kommission sagte. Viele Fachleute haben aber direkt abgewunken, das neue Asylpaket sei in weiten Teilen alter Wein in neuen Schläuchen. Die Situation für Flüchtlinge würde sich eher verschlimmern. Die Probleme der EU selbst löse er nicht. Katharina Zibrinski, was ist denn da jetzt tatsächlich neu und was ist nur neu verpackt an diesem Pakt? Ja, genau, das ist die Frage, die wir uns ja jetzt im Laufe des Gesprächs stellen und dann näher diskutieren werden. Ich denke, am Anfang ist es vielleicht ganz hilfreich, sich nochmal genauer anzuschauen, was wir überhaupt betrachten oder über was wir überhaupt sprechen. Also was Bestandteil dieses Migrationspaktes ist, den die Kommission vorgestellt hat am 23. September. So im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit sind ja meistens die Vorschläge der Kommission vom 23. September selbst. Also da gibt es einmal dieses umfassende politische Strategiepapier, dann Vorschläge für 3 neue Rechtsinstrumente, einmal die Asyl- und Migrationsmanagementverordnung, die ist so das Aushängeschild des Pakts, würde ich sagen, und soll unter anderem auch den Vorschlag für die Reform der Dublin-Verordnung ersetzen. Dann eine neue Krisenverordnung, die es bisher so nicht gab, die tatsächlich neu wäre. Und eine sogenannte Screening-Verordnung. Was die vorschreibt, schauen wir uns danach noch genau an. Zusätzlich hat die Kommission auch am 23. September noch 2 weitere Vorschläge vorgestellt, bei denen es sich aber nur um Aktualisierungen von früheren Vorschlägen handelt. Einmal die Eurodac-Verordnung. Und dann die Asylverfahrensverordnung. Bei der Asylverfahrensverordnung ist gleich wichtig zu sehen, dass es eben eine Verordnung werden soll, statt wie bisher eine Richtlinie. Und dann gibt es auch noch vom 23. September noch 4 nicht rechtsverbindliche Empfehlungen der Kommission. Einmal zu legalen Zugangswegen, dann einen Vorsorge- und Krisenplan, der ist ähnlich dem bisherigen EU-Hotspot-Approach. Schauen wir uns auch nachher nochmal genauer an. Dann Auslegungsleitlinien zu bestimmten Tatbeständen im Kontext der Kriminalisierung humanitärer Hilfeleistungen durch Private und schließlich noch Empfehlungen zur Kooperation der Mitgliedstaaten bei Such- und Rettungsaktionen im Mittelmeer. So, das ist aber nur, würde ich sagen, ein Teil dessen, was wir uns anschauen, eben das, was am 23. September vorgestellt wurde. Explizit aber bezieht die Kommission frühere Reformvorschläge, nämlich von 2016 und von 2018, wie auch Christian gerade schon erwähnt hatte, mit ein in dieses Reformpaket. Da sind vor allem 4 Reformvorschläge von 2016 sehr wichtig. Einmal die Verordnung, also der Vorschlag einer Verordnung zur Errichtung einer EU-Asylagentur, dann die Aufnahmerichtlinie, die Anerkennungsverordnung und der EU-Resettlement-Rahmen. Schließlich noch ein weiterer Reformvorschlag von 2018, der auch sehr wichtig ist, eine Neufassung der Rückführungsrichtlinie. Genau, also wir haben jetzt einmal die Vorschläge vom 23. September, dann die früheren Reformvorschläge, die mit einbegriffen sind und dann drittens hat die Kommission auch schon ausdrücklich erwähnt, dass sie weitere Vorschläge noch vorlegen wird. Und zwar insbesondere eine Strategie für die Zukunft des Schengen-Systems und einen EU-Aktionsplan gegen die Schleusung von Migranten. Also man sieht schon, dass dieses Paket tatsächlich, dieser Pakt tatsächlich sehr, sehr umfassend. Insgesamt sind es, ich denke, mehr
also wahrscheinlich mehr als 500 Seiten insgesamt. Und wir können uns natürlich jetzt nicht alles ganz genau anschauen, aber werden uns dann eben auf einige Schwerpunkte konzentrieren, die wir uns dann genauer anschauen. Ja, vielen Dank. Wir haben das in der Tat jetzt versucht, in drei Blöcke aufzuteilen, um das ein bisschen verdaulicher zu halten, die Diskussion jetzt. Ein Block, den wir uns vielleicht als erstes anschauen wollen, ist das Thema Solidarität. Bislang hat sie immer geheißen, europäische Lastenteilung, Solidarität würde bedeuten, die Aufnahmelasten zu teilen. Dafür hat es aber eben keinen Konsens gegeben, wie eingangs beschrieben. Jetzt hat Ende September der Kommissar für den europäischen Lebensstil, Margaritis Schinas, gesagt, Solidarität, das könnte man noch anders verstehen. Ein neuer Ausdruck von Solidarität, der könnte eben auch sein, die Abschiebelasten zu teilen und dabei sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist sozusagen ein zentraler Baustein dieses neuen Asylpakets. Dana Schmalz, was ist denn davon zu halten, wenn man auf diese Weise versucht, den Begriff der europäischen Solidarität neu zu belegen? Ja, dieser Ausdruck von Return Sponsorships als eine Form, etwas zu übernehmen, hat ja sofort, also hat vielfach Reaktionen hervorgerufen, wo man sagte, das ist irgendwie zynisch. Aber um noch einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, erstmal ist interessant, dass ganz häufig die Rede ist von Solidarität und Verantwortungsteilung oder geteilter Verantwortung. Eigentlich sind es zwei getrennte Gedanken nochmal, die aber häufig in der Diskussion jetzt, also gerade wenn man dieses Zitat hört, dann wird meiner Meinung nach auch unter Solidarität alles gepackt, was eigentlich zunächst auch unter Verantwortungsteilung gehört. Nach meinem Verständnis wäre Solidarität eigentlich das, was noch ausgleichend flexibel hinzukommt, wenn gerecht Verantwortung aufgeteilt ist. Und ich glaube, das vorab als Bemerkung, denn ich finde, so ungefähr diese zwei Begriffe wären eigentlich ganz nützlich, um zu schauen, was ist da jetzt passiert und was ist in den Vorschlägen drin. Und ich glaube, dieses ganze Migrationspakt-Vorschlag ist erstmal insofern richtig, dass es erkennt, dass die fehlende Verantwortungsteilung oder das nicht funktionierende Verantwortungsteilungssystem der Kernproblempunkt im gegenwärtigen gemeinsamen europäischen Asylsystem ist. Dann muss man auch sagen, was ist jetzt wirklich geschehen mit diesem Hauptproblempunkt? Ich glaube, dadurch, dass man dieses Prinzip, dass der Ersteinreisestaat zuständig ist, ich meine, dazu werden wir vielleicht später noch genauer kommen, aber dadurch, dass man das beibehalten hat, hat man erstmal, was die Verantwortungsteilung, also die festen Regeln, wer ist verantwortlich, angeht, nicht so viel geändert. Und dann hat man diese verschiedenen Solidaritätsmechanismen, wie sie dann geführt werden, die so ungefähr ausgleichend wirken sollen. Ich finde dazu, dass grundsätzlich es ein guter Ansatz ist, zu sagen, wir haben unterschiedliche Formen, sich zu beteiligen. Das, glaube ich, auch geht einen Schritt Richtung Praktikabilität insofern, dass man sowieso an ganz vielen dieser Vorschläge jetzt sehen muss, haben die irgendwie etwas mit der Realität zu tun und vermögen sie vor allen Dingen etwas an so diesem Deadlocks zu rütteln. Und gleichzeitig, um jetzt nochmal spezifisch auf den Solidarität, indem man sich an den Abschiebungen beteiligt, zu kommen. Ich glaube, man darf bei all dem nicht vergessen, dass das Ziel ein gemeinsames europäisches Asylsystem ist, nicht ein gemeinsames europäisches Migrationsverhinderungssystem. Und teilweise, wenn man diese ganzen Vorschläge liest, hat man, es geht sehr viel natürlich einfach auch mit technokratischer Sprache um Management und Strategien, aber es ist tatsächlich einfach auch ein solcher Fokus darauf, dass man am besten gar niemanden kommen lässt und wenn sie an der Grenze sind, sie am besten nicht rein ist und wenn sie drin sind, am besten ganz schnell auch wieder los wird. Sagen muss dieser, ob das dann praktisch eine große Rolle spielt, bleibt völlig dahingestellt, aber dass man den Return Sponsorships im Rahmen der Solidaritätsmechanismen so eine Rolle einräumt, steht in einem unguten Licht der Ausrichtung dieses ganzen neuen Ansatzes, meiner Meinung nach. Jetzt, weil sich daran so viele gestoßen haben, bleiben wir vielleicht noch einen Moment bei diesen Return-Sponsorships. Katharina, wie muss man sich das technisch vorstellen, diese Abschiebepatenschaften? Die Leute kommen rein, es bleibt bei einem griechischen Asylverfahren, es bleibt gegebenenfalls bei einer Ablehnung durch die griechischen Asylbehörden. Griechenland weist aus oder fordert zur Ausreise auf und dann kommt ein anderer Mitgliedstaat ins Spiel und soll durch Amtshilfe beispielsweise in Griechenland in das Verfahren eintreten und die Abschiebung abwickeln. Wie geht das? Ja, also die Frage, wie das tatsächlich dann praktisch gehen soll, kann ich, glaube ich, nicht beantworten. Ich kann nur beantworten,
wie ich jetzt den Vorschlag der Kommission verstanden habe. Also so wie ich es verstanden habe, soll das so funktionieren, dass jetzt zum Beispiel Ungarn wählen kann, statt Relocation von Asylsuchenden aus etwa aus Italien, stattdessen eben so eine Abschiebungspartnerschaft zu übernehmen. Und dann, so die Idee der Kommission, soweit ich sie verstanden habe, soll Ungarn mit dem Zielstaat verhandeln, um sicherzustellen, dass die Person tatsächlich zurückgenommen wird von dem Zielstaat. Also um ein Beispiel zu geben, wir scheitern Abschiebungen tatsächlich oft daran, dass der Zielmitgliedstaat nicht zustimmt, die Person zurückzunehmen und deshalb nicht abgeschoben werden kann. In diesen Fällen ist es dann, soweit ich verstanden habe, so gedacht, dass zum Beispiel Ungarn etwa mit Afghanistan verhandelt darüber, ob tatsächlich jetzt Personen zum Beispiel aus Italien wieder abgeschoben werden sollen. Da stellen sich natürlich mehrere Fragen. Also erstmal ist mir jetzt nicht ganz klar, was der diplomatische Vorteil, Anführungszeichen, von Ungarn sein soll, bei der Verhandlung jetzt zum Beispiel mit Afghanistan, darüber Personen zurückgenommen werden können. Dann ist es, soweit ich weiß, auch so, dass auch bisher schon ja die EU Unterstützung leistet bei diesen, bei der Verhandlung von den sogenannten Readmission oder Rückführungsabkommen. Und ich da jetzt nicht ganz verstehe, was der Vorteil soll, wenn bestimmte Mitgliedstaaten sich da verstärkt einbringen. Dann aus Sicht der Asylsuchenden ist natürlich sehr, sehr problematisch, was passiert, wenn das nicht funktioniert. Also in den Vorschlägen ist es so vorgesehen, dass eine Frist von 8 Monaten gilt, in Krisensituationen von nur 4 Monaten, nach der innerhalb derer die Person abgeschoben werden soll. Jetzt natürlich die Frage, was passiert, wenn das nicht funktioniert, dann soll die Person überstellt werden, dann eben doch überstellt werden, zum Beispiel nach Ungarn. Jetzt, wenn Ungarn sozusagen den erwünschten Erfolg der Abschiebung nicht herbeigeführt hat. Und dann ist aber völlig unklar, was mit der Person dann in Ungarn passiert. Also Ungarn hat sich ja ursprünglich tatsächlich gegen Relocation, in dem Fall, Beispielsfall, den ich mal gemacht habe, entschieden. Und dann ist eben völlig offen, was dann mit den Personen passiert. Und dann vielleicht noch abschließend ganz kurz nochmal zu der Frage, ob man Solidarität tatsächlich überhaupt so verstehen kann, dass es diese, also dass die Unterstützung von Abschiebungen in Drittstaaten als Form der Solidarität im gemeinsamen europäischen Asylsystem verstanden werden kann. Ich denke, wie Dana auch, dass man hier erstmal die Verträge anschauen muss. Also der Begriff der Solidarität findet sich in Artikel 80 AIUV und dieser Vorschrift ist Teil der Vorschriften zum gemeinsamen europäischen Asylsystem. Deshalb würde ich wie Dana sagen, dass diese Vorschrift im Lichte des Ziels dieses Systems zu lesen ist, das eben ein gemeinsames europäisches Asylsystem ist und nicht vorrangig der Durchsetzung von Abschiebungen dient. Trotzdem ist es so, dass der Begriff der Solidarität in Artikel 80 meistens als zwischenstaatliche Solidarität verstanden wird und nur von wenigen so gelesen wird, obwohl das auch eine Möglichkeit wäre vielleicht, dass es auch um Solidarität mit den Asylsuchenden tatsächlich geht. Aber das genau zu diskutieren würde jetzt vielleicht zu weit führen. Vielleicht können wir darauf später nochmal zurückkommen. Vielen Dank. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Pole bewegen sich so ein bisschen zwischen dem Block, der sagt, wir wollen überhaupt keine Flüchtlinge von den Außengrenzen aufnehmen. Wir sehen das nicht ein, EU hin, EU her. Und sozusagen anderen Staaten, in denen das durchaus eine Bereitschaft zur Aufnahme gibt. Jetzt hat sich Margarete Schinas bei der Vorstellung des Paktes auch dazu geäußert und gesagt, die Sorgen des einen sind nie legitimer als die Sorgen des anderen. Alle Sorgen verdienen es gleichermaßen angepackt zu werden von uns. Gemeint war natürlich sozusagen, wenn die osteuropäischen Staaten haben uns besorgt, dass zu viele Flüchtlinge kommen sollen, wir wollen das nicht, das macht uns Angst, dann ist es genauso legitim, wie wenn die Griechen sagen, alle Flüchtlinge kommen bei uns an, wir sind ein kleiner Staat, wir möchten, dass die uns abgenommen werden, dass die umverteilt werden. Dana, ist es wahr, dass die Sorgen des einen nie legitimer sind als die Sorgen des anderen, wenn sich das in einem solchen Kontext bewegt? Ja, also Sorgen, das ist ja in den letzten Jahren ein verbreiteter Euphemismus gewesen. Ich glaube, dass grundsätzlich die Herangehensweise, dass man unter den Mitgliedstaaten miteinander spricht, dass man die jeweiligen Situationen auch ernst nimmt, berücksichtigt, dass das natürlich richtig ist. Gleichzeitig
ist die EU als Ganze internationalem Recht verpflichtet. Und wenn ein als mit einem Euphemismus Sorge eigentlich eine Haltung bezeichnet wird, die diese Bindung an internationales Recht und die Pflicht auch, man sagt, der EU als Ganze eben Flüchtlinge aufzunehmen, nicht zurückzuweisen an den Grenzen und dann eben auch mit dem Prinzip, das Katharina eben auch nochmal hochhielt, dem Prinzip der Solidarität, auf dem das ganze gemeinsame europäische Asylsystem auch steht oder dass das rahmt, verbindet, dann heißt es einfach, man kann nicht Teil dieses Rechtsverbunds sein und sich nicht bereit sein, an diese Grundregeln zu halten. Und ich glaube, diese, man darf nicht vergessen, also wenn man sich vorstellt, in anderen Politikbereichen würde dermaßen über die Grundakzeptanz des Ziels des Ganzen immer wieder diskutiert. Das wäre eigentlich schwer vorstellbar. Ich glaube, die ganze Konstellation ist nur erklärbar dadurch, dass es um den Schutz von Personen geht, die selbst in dem Ganzen keinen Stimmen, kein Wählergewicht haben und das wirklich immer wieder im Grunde hinter diesen Türmen auch jetzt von Text, wo man immer wieder schauen muss, worum geht es da eigentlich, steht wirklich auch ein Verhandeln, ob wir eigentlich die Grundverpflichtungen, die die Europäische Union oder eben die Staaten auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention eingegangen sind, ob diese Grundverpflichtungen eigentlich noch anerkannt sind. Und ich meine, dass eben diese Sorgen teilweise nichts anderes sind als das Zurückweisen dieser Verpflichtungen. Wenn die Kommission sich an der Stelle so weit normativ entkernt, kann man vielleicht sagen, und sich auf den Standpunkt zurückzieht, egal was die Mitgliedstaaten wollen, wir managen das diplomatisch, unabhängig davon, um was es geht, was das Anliegen ist. Ist sie dann noch eine gute Hüterin der Verträge? Soll ich darauf noch kurz helfen? Ja. Ich sehe, das ist natürlich eine unglaubliche, eine schwierige Situation. Und das ist eine Situation, die der Bemühung der Vermittlung mit Sicherheit bedarf. Ich glaube, also ich halte viele der jetzt gemachten Vorschläge für nicht nur impraktikabel, sondern auch in die falsche Richtung weisend. Also ich bin nicht zufrieden mit dem Job, den die Kommission im Einzelnen gemacht hat. Ich möchte auch anerkennen, dass das eine sehr schwierige Situation ist. Ich halte für, um vielleicht zu sagen, ist sie eine gute Hüterin der Verträge. Sie im Bereich Asyl geht ganz viel, läuft nicht gut. Es ist aber vor allen Dingen auch das Gefühl, wir haben uns in den letzten Jahren besonders wegbewegt oder es hat sich eine seltsam auseinanderbewegt von sehr viel Text, der auch immer wieder wiederholt, die Bindung an Menschenrechte, all die Monitoring-Systeme und so weiter und einer Praxis, die häufig weit davon entfernt ist, wo ganz offen Menschenrechtsverletzungen geschehen und geschehen und offensichtlich der Wille, irgendwie das System am Laufen zu halten, noch mehr Strategien und Management und sonst was zu haben und die eigentlich wirklich offen darliegende Dysfunktionalität des Ganzen zu Lasten der Leute, um deren Schutz es eigentlich geht, zu ignorieren. Insofern, ja, ich tue mich schwer, die Kommission da jetzt so ganz in den Pranger zu stellen, weil ich sehe, was für ein Flohzirkus das Ganze auch ist. Aber gleichzeitig ist das ein wenig gelungener Schritt gewesen, Jernst. Vielen Dank. Katharina von der Leyen hat, ich glaube, eine Woche bevor der Pakt vorgestellt wurde, gesagt, wir haben es geschafft, wir legen uns fest, Dublin wird abgeschafft. Eine Woche später, als der Pakt dann vorgestellt wurde, klang das bei Chinas ein bisschen anders. Er hat gesagt, wir legen Dublin schlafen. Ich glaube dann sowas wie, und vielleicht decken wir es auch zu oder so. Wie viel Dublin ist denn da jetzt noch übrig und wie viel ist ersetzt worden und durch was? Ich würde sagen, man muss sich eigentlich vor allem mal anschauen, wie die Zuständigkeitskriterien sich geändert haben oder sich nicht geändert haben. Und im Wesentlichen sind die Zuständigkeitskriterien, was auch die Kommission selbst schreibt in ihrem Entwurf, so geblieben, wie sie bisher waren in der Dublin-3-Verordnung. Also da ändert sich im Wesentlichen nicht viel. Das Erstanreisekriterium soll so beibehalten werden und auch die schon bisher rechtlich vorrangigen Kriterien, zum Beispiel der Familieneinheit oder der Zuständigkeit aufgrund anderer Verbindungen, sollen grundsätzlich beibehalten werden, wobei es hier so kleine Änderungen geben soll. Also zum Beispiel sollen Geschwister einbezogen werden in den Familienbegriff, was bisher nicht der Fall war. Oder Verbindungen aufgrund zum Beispiel akademischer Abschlüsse zu bestimmten Mitgliedstaaten sollen berücksichtigt werden, was bisher auch nicht der Fall war. Aber grundsätzlich ändert sich am Zuständigkeits,
an den Zuständigkeitskriterien, würde ich sagen, kaum etwas. Allerdings ist Dublin ja ist Dublin nicht nur die Zuständigkeitskriterien, sondern auch, wie diese Zuständigkeit dann durchgesetzt werden soll. Und hier würde ich sagen, ändert sich schon etwas. Erstens soll die Zuständigkeitszuordnung verstetigt werden. Bisher war es so, dass wenn Asylsuchende weiterwandern in einen an sich erstmal unzuständigen Mitgliedstaat und dann dieser zuerst unzuständige Mitgliedstaat nicht innerhalb von 6 Monaten die Person rücküberstellt, dieser zweite Mitgliedstaat zuständig wird. Das soll jetzt nach dem neuen Kommissionsvorschlag nicht mehr so sein, eben um diese unerwünschten Sekundärbewegungen zu verhindern. Dann gibt es noch weitere Änderungen, auch um Sekundärbewegungen zu verhindern. Erstens, sehr hart gegenüber Asylbewerbern soll es kein Recht mehr auf Erstaufnahme und entsprechende Leistungen wie Unterbringung und so weiter geben nach der Weiterwanderung. Und dann, das ist ein negativer oder strafender Aspekt, und dann soll es gleichzeitig einen positiven Anreiz geben, im ersten zuständigen Mitgliedstaat zu bleiben, und zwar, dass der Aufenthaltstitel für den Daueraufenthalt schon nach 3 statt wie bisher nach 5 Jahren erteilt werden soll. Ob der Anreiz jetzt so groß ist, wenn wie zum Beispiel in Griechenland die Personen nach der Anerkennung als international Schutzberechtigte in der Regel auf der Straße leben, weiß ich nicht, wie groß dann der Anreiz ist, 3 Jahre dort zu bleiben. Schließlich noch soll das zwischenstaatliche Verfahren für die Rücküberstellung vereinfacht werden. Das ist bisher ein sehr kompliziertes Verfahren. Ohne da jetzt ins Detail zu gehen, also bisher ist es so, dass erstmal der rücküberstellende Mitgliedstaat den Zielmitgliedstaat anfragen muss. Das soll jetzt sozusagen nur noch eine Notifizierung sein, dass rücküberstellt werden soll. Dadurch soll das vereinfacht werden. Insgesamt würde ich aber sagen, es ist so viel von Dublin, sogar von Dublin 3 noch vorhanden, dass es jetzt eine sehr starke Übertreibung wäre zu sagen, Dublin würde zugedeckt oder schlafen gelegt. Ich würde eher sagen, es ist eher noch Dublin 3.1 als Dublin 4 schon fast. Vielen Dank. Der zweite große Block in diesem Paket sind ja die Schnellverfahren. Die hatte die deutsche Ratspräsidentschaft schon ein halbes Jahr, bevor es überhaupt losging, nämlich letztes Jahr im November, schon angedacht und vorgestellt. Die sollen jetzt kommen, aufgeteilt auf 2 Tracks, je nach Kategorie des Herkunftsstaates. Wie muss man sich das genau vorstellen? Soll ich anfangen, oder? Ja, bitte. Ja. Also es gibt sozusagen 2 Schritte des Verfahrens nach dem jetzigen Vorschlag. Zuerst soll es ein sogenanntes Screening geben, das direkt an der Außengrenze stattfindet und das nur 5 Tage dauern soll. In diesem Screening soll die Identität festgestellt werden, ein Gesundheitscheck durchgeführt und Sicherheitschecks durchgeführt werden. Vielleicht dazu erstmal. Ja gut, also der erste Schritt ist das Screening und der zweite Schritt dann ist das Grenzverfahren. Jetzt erstmal noch zum Screening. Erstmal kann man sich fragen, ob diese Idee eines solchen Screenings überhaupt so neu ist. Ich würde sagen, es ist gar nicht mal so neu, weil auch jetzt schon auf Grundlage des Schengen-Kodex die meisten solcher Checks durchgeführt werden können. Neu ist nur, dass das jetzt 5 Tage dauern darf und die meisten Mitgliedstaaten auch zumindest in den letzten Monaten auch angefangen haben, Gesundheitschecks an den Grenzen einzuführen. Deshalb würde ich sagen, ist eigentlich nicht viel mehr Neues, vor allem diese Verlängerung sozusagen auf 5 Tage ist neu. Und da stellen sich dann natürlich viele Fragen, zum Beispiel, wo werden die Menschen untergebracht während dieser Zeit? Ist Rechtsschutz gegen die Verweigerung der Einreise möglich? Und wenn ja, wie? Ist dann Zugang zu Anwältinnen oder Anwälten möglich? Werden die Asylsuchenden informiert darüber, was ihre Rechte sind in diesem Verfahren? Dann auch eine große Frage, was passiert mit den Daten, die dort erfasst werden und so weiter. Genau, das ist sozusagen der erste Schritt, dieses Screening. Und dann soll von dem Screening diejenigen Personen, die da sozusagen durch das erste Screening durchgekommen sind, sollen dann in das Grenzverfahren kommen, beziehungsweise in das normale Asylverfahren oder direkt in das Rückführungsverfahren. Also das Screening-Verfahren ist wie so eine Triage, so wird es auch genannt von der Kommission, so ein Vorfilter, wo dann eben festgestellt wird, in welches Verfahren die Person kommt. Wenn die Person dann in das Grenzverfahren kommt, und das ist eben ein wesentlicher Bestandteil auch dieses neuen Vorschlags,
Dann ist das Besondere an dem Grenzverfahren, dass das Grenzverfahren dazu dient, das Asylverfahren und das Rückführungsverfahren, also das Abschiebungsverfahren, viel enger zu verbinden, als das bisher der Fall ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt des Pakts, der auch immer wieder betont wird, dass eben das Asylverfahren und das Abschiebungsverfahren als ein Verfahren zusammengeführt werden sollen. Was, wenn man jetzt nochmal was wir vorhin besprochen haben, das Ziel des gemeinsamen europäischen Asylsystems betrachtet, schon etwas merkwürdig ist. Bei dem Grenzverfahren muss man unterscheiden zwischen dem Normalmodus, sage ich jetzt mal, und dem Krisenmodus. Der Krisenmodus greift immer dann, wenn entweder die Kommission feststellt, dass es einen sogenannten Massinflux gibt, also besonders viele Drittstaatsangehörige versuchen einzureisen, oder im Fall von Force Majeure, und darunter fällt jetzt vor allem zum Beispiel die Covid-19-Pandemie. Zuerst mal zum Normalmodus. Im Normalmodus soll das Asylverfahren im Grenzverfahren 12 Wochen dauern und das Rückführungsverfahren nochmal 12 Wochen maximal. Das heißt, insgesamt sollen die Personen maximal 6 Monate in diesem Grenzverfahren sein. Ausgenommen von dem Grenzverfahren sollen sein Kinder unter 12 und deren Familien sowie unbegleitete Minderjährige und und vulnerable Personen. Das ist allerdings auch schon bisher so geregelt. Im Wesentlichen, das Problem ist einfach, dass diese Regeln nicht umgesetzt werden in den Hotspots derzeit. Das Grenzverfahren soll verpflichtend werden für die Mitgliedstaaten in Bezug auf Personen, die aus Herkunftsstaaten kommen, für die die Anerkennungsquote unter 20% liegt. Und wie bisher soll das Grenzverfahren optional sein bei der Einreise aus einem sicheren Drittstaat. Im Krisenmodus dann verlängern sich die Fristen, also dann können die Personen insgesamt 10 Monate im Grenzverfahren bleiben und das Grenzverfahren soll dann verpflichtend angewendet werden müssen von den Mitgliedstaaten für alle Personen, die aus Herkunftsstaaten kommen, bei denen die Anerkennungsquoten unter 75% liegen, also im Prinzip dann für fast alle Drittstaatsangehörigen. Zusätzlich kann die Registrierung von Asylanträgen suspendiert werden für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten. Wenn man sich jetzt fragt, was neu ist, würde ich sagen, ist auch hier nicht so viel neu, weil das im Wesentlichen den Regelungen entspricht, die auch jetzt schon in den EU-Hotspots Anwendung finden. Es werden einige Fristen verlängert, eben auf jetzt insgesamt 6 Monate. Da stellt sich aber die große Frage, ob das praktisch umsetzbar sein wird. Also bisher ist in der Asylverfahrensverordnung festgelegt, dass das Grenzverfahren eigentlich maximal 4 Wochen dauern darf. Trotzdem bleiben ja die Asylsuchenden bis zu einem Jahr oder länger in den Hotspots in diesem Verfahren. Also hier zeigt sich einfach sehr, sehr deutlich der große Graben zwischen dem Recht, wie es auf dem Papier steht, und wie dann tatsächlich die Verwaltungspraxis aussieht. Die Frage ist dann eben, was der Grund für diesen großen Graben ist, kann man entweder überlegen, ob es die fehlenden Kapazitäten sind. Ich würde eher sagen, es scheitert am politischen Willen und der wird sich eben auch nicht, also der fehlende politische Willen zur Umsetzung dieser Vorschriften wird sich auch nicht, denke ich, mit neuen Vorschriften ändern. Vielen Dank. Es gibt jetzt schon ein paar Fragen, auf die würden wir dann gleich eingehen. Wir würden noch mal ganz kurz vorab auf die Asylagentur zu sprechen kommen, die neu geschaffen werden soll. Und ich würde noch mal einmal einen kleinen Überblick geben über die Folgen, die dieses Kriterium hätte mit den 20%. Das klingt nach wenig, Anerkennungsrate unter 20%, aber wenn man sich anschaut, wer beispielsweise in diesem Jahr bislang über das Mittelmeer in die europäischen Außengrenzenstaaten gekommen ist, dann stellt man fest, dass das eine ganze Menge betreffen würde. Es sind nämlich nur aus 2 Staaten Menschen dabei gewesen, die in nennenswerten Umfang dieses Kriterium erfüllen, nämlich Syrien und Afghanistan. Das waren nur 15% derer, die angekommen sind. Der gesamte Rest, 73%, wenn man mal die anderen Staaten, die jetzt zahlenmäßig keine so große Rolle spielen, liegt unterhalb der Anerkennungsrate von 20% und würde deshalb in Zukunft sowohl in Griechenland als auch in Italien, in Malta, auf Zypern in diesem neuen Schnellverfahren abgefertigt werden. Kann man das jetzt wieder zurückstellen? So, ich hoffe jetzt... Darf ich vielleicht noch dazu ganz kurz nur einen Satz ergänzen? Darf ich?
Ja, also es ist ja auch bisher schon so, dass im Fall, also dass die Mitgliedstaaten diese Grenzverfahren optional anwenden können und Griechenland wendet eben dieses Grenzverfahren in Umsetzung des europäischen EU-Hotspots-Konzepts an für alle Asylsuchenden, die aus der Türkei einreisen. Und das würde sich auch tatsächlich nicht ändern. Also weiterhin könnte das Grenzverfahren optional in allen Fällen angewandt werden, in denen Asylsuchenden aus sogenannten sicheren Drittstaaten einreisen. Das heißt, sogar für syrische und afghanische Staatsangehörige, die sozusagen jetzt gerade aus dieser Liste rausgefallen wären, könnte es dann angewandt werden, wenn sie zum Beispiel über die Türkei einreisen, was regelmäßig der Fall ist. Also dann könnte es für alle eigentlich angewandt werden. Vielen Dank. Vielleicht, Alexandra, gehen wir mal dann jetzt an der Stelle zu den Fragen über und kommen dann danach nochmal auf die Pläne für die neue Europäische Asylagentur zu sprechen. Da sind jetzt, wenn ich das richtig sehe, 6 Meldungen bereits da. Könntest du die mal aufrufen, Alexandra, bitte? Ja, ich würde einfach die Personen dann jeweils bitten, ihr Mikrofon zu unmuten und die Frage direkt persönlich zu stellen. Ich habe hier einmal Susanne Nothaft, Stefan Wallaschek und Helmut Aust. Frau Professorin Nothaft, wenn Sie anfangen wollen, Sie hatten ja, glaube ich, mehrere Punkte schon. Vielen Dank für die Möglichkeit. Erstmal vielen Dank, dass Sie so eine tolle Plattform geschaffen haben. Ich bin keine begeisterte Nutzerin von Zoom, aber manchmal ist es ja wie jetzt auch wirklich der Sache dienlich. Sagen wir vorsichtig, ich war etwas überrascht, dass ich in eine Runde von RechtspositivistInnen geraten bin und überlege mir die ganze Zeit, dass mich das eher mehr erbost. Also ich bin gerne dabei, mir von Ihnen viele technische Details, die ich mir beim Durchforsten dieses sehr undurchdringlichen Konvoluts, ich glaube auch, das ist strategisch so angelegt, vielleicht nicht selber erschließen konnte. Aber was ich finde, mir noch fehlt, aber wir sind ja sozusagen erst auch am Beginn des Abends. Also bevor ich sozusagen mich verständigen möchte über Details und wer wessen Verträge hier hütet, bin ich sozusagen mit meiner Grundfrustration, dass ich finde, das ist ein Unrechtspaket, was einem im Prinzip diesen Anspruch, dass ich eine Einzelfallprüfung haben sollte als Mensch, der als Asylsuchender oder Begehrender auf europäischem Boden ankommt, und dass es das komplett aushebelt und dass ich im Grunde finde, jede Art von rechtsstaatlicher Garantie wird sowas wie durch Anerkennungsquoten einfach wegkonstruiert. Ich finde das quasi extrem schwierig und ich würde sozusagen gerne mehr verstehen, ob Sie darüber sich noch Gedanken machen, weil das MPI hat ja auch schon geforscht zu den Hotspots. Also Sie wissen ja auch im Haus selber eine ganze Menge, wie das Verfahren über die Europäische Asylagentur in den Hotspots bis jetzt läuft. Und wenn das die Blaupause sein wird für sozusagen das, was da kommen wird, dann wissen wir, das geht eindeutig und ausschließlich zulasten der Menschen, die dort sind. Und was da geschaffen wird mit der Fiktion der Nichteinreise und so, das sind ja ganz merkwürdige Räume, wo Recht sozusagen peripherisiert wird mit Menschen und dazu wird Recht also wenig zugänglich, Beratung wird wenig zugänglich. Ich verhindere sozusagen einfach Rechtsdurchsetzung. Und im Grunde denke ich, ist dieses ganze Paket ein menschenrechtlicher Affront und mir fehlt so ein bisschen die Aufregung darüber, aber vielleicht bin ich auch die Einzige, die sich darüber aufregt. Und ich hätte gerne sozusagen zivilgesellschaftliche Hebel, weil ich denke, das Teil, so wie es ist, wird kommen. Ich bin extrem unzufrieden damit und überlege die ganze Zeit, was ich als Rechtslehrende und Bürgerin noch tun kann. Wahrscheinlich nichts mehr, wahrscheinlich einfach zu spät. Und dachte mir so, das könnte heute auch eine Plattform sein. Und deswegen die ketzerische Frage, ob ich in eine Runde von RechtspositivistInnen geraten bin. Dankeschön. Ja, ich glaube, ich kann für alle sprechen auf dem virtuellen Podium, dass Sie nicht in eine Runde von Rechtspositivisten oder Positivistinnen geraten sind. Wir werden auch noch auf die politischen Kontexte und auch die weiteren rechtlichen Kontexte eingehen. Die Überlegung war, dass wir zunächst mal wirklich von dem Text und von diesem Dokument ausgehen und das vorstellen. Aber ich glaube, Sie werden nicht enttäuscht werden und ich kann Ihnen guten Gewissens versprechen, dass wir da auch noch mal stärker kontextualisieren, auch was die politische Debatte angeht. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir live streamen. Also wenn Sie jetzt Fragen stellen, dann werden Sie auch sichtbar sein. Wenn Sie das nicht wollen, dann müssten Sie entsprechend Ihre Kamera abstellen und die Frage einfach über den Chat
einspeisen, wenn sie sich sichtbar machen, dann gehen wir davon aus, dass sie auch damit einverstanden sind, dass wir live streamen und aufzeichnen. Die nächste Frage geht an Herrn Wallaschek, Stefan Wallaschek, wenn Sie sich auch einfach entmuten. Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für die Organisation. Das war schon sehr spannend. Ja, ich hatte schon die Frage, also ich gehöre auch nicht zu den Juristinnen unter einem Teil, sondern eher zu den Politikwissenschaftlerinnen hier. Und daher wäre auch meine Frage nochmal eher Richtung Solidarität gerichtet, weil ich das nicht ganz verstanden habe oder ich habe das von Katharina Zebriski verstanden, dass eigentlich der Artikel 80 ja eigentlich angelegt ist, Solidarität zwischen Mitgliedstaaten und weniger mit Solidarität mit Geflüchteten. Aber trotzdem, wo ist denn der Raum in diesem neuen Migrationspaket überhaupt für Solidarität? Also wo ist da die Solidarität eigentlich? Wer agiert da mit wem solidarisch? Also mir ist es gerade im Hintergrund der 2016er-Debatte zu flexibler Solidarität, wie es dann umgedeutet wurde. Also können wir da überhaupt von Solidarität reden? Wer ist da mit wem? Und wo ist da irgendwie die Person, die dieses Burden-Sharing oder so überhaupt macht? Also das ist mir zumindest begrifflich noch ein bisschen unklar. Vielleicht kann das nochmal irgendwie erläutert werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch schnell Helmut Aus das Wort geben und dann geben wir dem Panel erstmal die Möglichkeit zur Reaktion. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt die Sorge, mir sowohl den Zorn von Frau Nothaft als auch von Alexandra zuzuziehen, weil vermutlich das zum einen eine rechtspositivistische Frage ist, sie aber zugleich auch einen politischen Kontext noch anspricht. Die Frage richtet sich an Dana Schmalz und nimmt darauf Bezug, dass du ja gesagt hattest, als du über die Sorgen der Mitgliedstaaten gesprochen hast, man muss sich an die Grundverpflichtungen erinnern, die sie nach der EMRK haben. Und das ist, finde ich, vollkommen zutreffend, also vollkommen richtig. Und dass viele der aktuellen Praktiken im Widerspruch zu den Verpflichtungen der EMRK stehen, ist, denke ich, auch offenkundig. Es gibt ja genug Urteile, die das vom Straßburger Gerichtshof auch darlegen. Meine Frage ist jetzt aber daran anknüpfend, wie deine Einschätzung da eigentlich ist, was die Rechtsentwicklungsperspektive auf der Ebene der EMRK und auch darüber hinaus anbelangt. Denn man kann ja zum einen diese Praktiken als Verstöße gegen das Völkerrecht sehen, die sie in vielen Fällen ja einfach auch sind. Aber man kann darin ja auch einen Versuch seitens der Mitgliedstaaten der EU und auch vielleicht der EU selber sehen, durch solche Dokumente auch zu einer Veränderung der völkerrechtlichen Rechtslage beizutragen. Und dann sind die menschenrechtlichen Bindungen, wie wir ja leider auch wissen, eben nicht notwendigerweise statisch fest. Auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gibt es ja Bewegungen, die schon das, was als akzeptiert galt, vielleicht wieder zurückfahren, Stichwort ND und NT. Also wie schätzt du diesen Vorschlag der Kommission jetzt im Hinblick auf die völkerrechtliche Rechtsentwicklung ein? Kann man da der Kommission und den Mitgliedstaaten eventuell eine Opinio Juris auch zuschreiben oder fehlt es daran eigentlich, weil die zugrunde liegenden Vorstellungen doch wieder zu uneinheitlich sind? Das würde mich an der Stelle sehr interessieren. Ich würde gerne kurz noch eine Intervention von Thomas Groß zulassen. Professor Groß hat noch eine Anmerkung zum Rechtspositivismus und ich glaube, zur Ehrenrettung der Rechtspositivisten in der Tradition von Hans Kelsen sollten wir das an der Stelle noch zulassen. Herr Groß? Ich muss jetzt gar nicht unbedingt noch das Wort ergreifen. Ich wollte nur klarstellen, dass es eben darum geht, jetzt zunächst einmal in die anstehenden Entscheidungsverfahren auf europäischer Ebene im Europäischen Parlament und im Rat einzugreifen. Und das funktioniert nur, wenn man sich auch auf die Details einlässt. Vielen Dank. Damit zurück an das Panel. Ja, Dana, die Frage nach der Rechtsentwicklung war an dich direkt gerichtet. Und Katharina, ich weiß nicht, ob du noch mal was zum Solidaritätsbegriff sagen wolltest. Den hatten wir ja eigentlich schon behandelt, ob dir noch was Ergänzendes einfällt. Ja, ich antworte gerne gerade so einmal quer durch, aber fange an mit der Frage von Helmut Aus. Vielen Dank.
Das ist tatsächlich eine wichtige Frage, wie die Entwicklung in der EU und die Diskussion in der EU zusammenspielen mit der Entwicklung von der EMRK, also der Auslegung der EMRK, überhaupt auch der Art und Weise, wie dort die Vorgaben respektiert werden. Und ich glaube, dass auch erstmal unabhängig jetzt von den Rechtsgebungsverfahren in der EU, wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass der Druck auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte riesig war, dass auch diese absoluten Ausreißer wie NDNT passiert sind. Und trotzdem muss man sagen, dass der Effekt von der Europäischen Menschenrechtskonvention für die Rechtslage im gemeinsamen europäischen Asylsystem war immens und bleibt es meiner Meinung nach auch. Und ich glaube auch erstmal, dass diese Vorschläge daran gar nicht darauf zielen, da etwas zu ändern. Es gibt einzelne Punkte, wo ich mir vorstellen könnte, du sagst Opinio Juris, dass man da so quasi eine Auslegungsvariante findet, aber ganz häufig ist es eigentlich eher ein Kontrast, wo man also das, um das Beispiel dieser Frage der Nicht-Einreise zu nehmen. Ich glaube, es ist vollkommen klar unter der Menschenrechtsauslegung, und ich glaube, da ist auch ein sehr weiter Weg, bis sich das ändern würde, dass wenn jemand auf dem Territorium unter der Hoheitsgewalt ist, gelten die rechtlichen Verbindungen. Und da so ein bisschen, ich fühle mich immer an den Witz mit dem Schinken und dem Fisch erinnert, ich muss ihn jetzt nicht erzählen, aber dass man irgendwie sagt, nennt es, wie ihr es wollt, es ist immer noch ein Schinken. Also so ein bisschen mit der Nicht-Einreise man genauso sagen kann, es ist, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass die Europäische Menschenrechtskonvention ab der Grenze, und zwar nicht ab der verschobenen Grenze, gilt. Und trotzdem versucht man daran rumzudeuten. Insofern ja, aber ich meine, ich nehme es auch mit als einen Gedanken, der in dieser Form mir auch noch nicht gekommen war, wie sehr das quasi auch darauf zielt, vielleicht die Verpflichtungen auf so einem Weg aufzuweichen. Dann will ich noch ganz kurz etwas sagen, jetzt ohne auf die Tiefen der Frage nach Rechtspositivismus einzugehen, dass ich trotzdem, vielen Dank, Frau Nuthardt, für die Intervention, weil ich auch glaube, wir kommen zwar noch auf den größeren Rahmen, aber zumindest einen Punkt, den Sie erwähnt haben, nämlich das Weggehen von Einzelfallprüfung. Ich glaube, man muss sich natürlich die Details anschauen, um das zu sehen, aber das ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt, dass wir beobachten, dass ganz viele dieser Kriterien, Anerkennungsquoten, ja auch, wo man sagen kann, wie verlässlich ist das, woran man sich da orientiert, aber alles darauf zielt, weniger die Einzelfälle zu prüfen und mehr nach Nationalität, nach erstem Eindruck, nach erster Klassifizierung zu gehen. Und ich glaube, tatsächlich ist es, einerseits ist es nur auf dem Papier, dass man Veränderungen herbeiführen kann, jetzt wenn es um Gesetzgebung geht. Das ist diese riesige Lücke zwischen Praxis und geschriebenen Vorgaben gibt. Es ist, glaube ich, ein anderes Kampffeld, wenn man über politische Kämpfe spricht. Und gleichzeitig ich empfinde es als eine ständige Aufgabe, nicht so völlig auszurutschen in dem Versuch, durch diese Mengen von Sprache, die da produziert werden, noch zu sehen, was sind eigentlich die wesentlichen Gedanken, die dort aufkommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig benannt, dass so diese Bewegung weg von dem Prinzip einer Einzelfallprüfung schon ein wesentlicher Aspekt und sehr bedenklich ist. Vielen Dank, Dana. Katharina, nochmal eine Verständnisfrage vielleicht an dich. Es ist ja nicht so gedacht, dass diese Anerkennungsquoten Kriterium dafür sein sollen, ob jemand nun anerkannt wird oder nicht, sondern lediglich für die Frage, kommt man vom Screening in das reguläre Verfahren oder in das Schnellverfahren? Nochmal direkt zum Schnellverfahren. Es ist sicherlich in Zukunft auch weiterhin so, dass es im Grunde genommen ein griechisches Asylverfahren ist, das aber in deutlich beschleunigter Zeit abgehandelt werden soll. Es ist wahrscheinlich nicht realistisch, dass die griechischen Asylbehörden von der EU so weit ertüchtigt, wie das dann immer heißt, werden können, dass die alle Asylverfahren in diesen 12 Wochen abhandeln können. Faktisch wird es also dazu führen, dass in irgendeiner Weise nach 12 Wochen dann eine Entscheidung stattgefunden oder vollzogen werden muss, die dann durchaus auch endgültig sein kann, an deren Ende die Abschiebung steht. Was ist der Rechtsrahmen dafür und was bleibt den Betroffenen eigentlich, um dagegen vorzugehen im Zweifelsfall? Ich habe jetzt einige Sachen zu beantworten. Also vielleicht darf ich erst noch mal ganz kurz vielleicht angehen auf die Frage auch von Frau Professorin Nuthardt und dann auf deine Frage wenn ich es richtig verstanden habe, zum Rechtsschutz im Grenzverfahren zurückkommen, wenn das noch zeitlich sich ausgeht. Nur ganz kurz, also
Zu der Frage, ob wir uns hier sozusagen nur an den Details des Migrationspakts abarbeiten, ohne das große Ganze zu sehen, das dann zu kritisieren. Das ist natürlich, also ich würde es sehen, wie Herr Professor Groß auch, dass die Grundlage für Kritik ist, erstmal zu verstehen, was eigentlich vorgeschlagen wurde. Weil wenn unser Anspruch sozusagen ist, dass wir Argumente finden, mit denen wir auch gehört werden können im politischen Prozess, dann müssen wir erstmal verstehen, was die Kommission vorgeschlagen hat. Der Nachteil dieses Vorgehens ist natürlich, dass aufgrund der Komplexität dieser Vorschläge das Verstehen einige Zeit dauert und man dann natürlich Gefahr läuft, sich in Details sozusagen zu verlieren, erstmal versucht, die Details zu verstehen und dann zu wenig Raum für die Kritik der großen Linien bleibt. Das ist natürlich eine Gefahr, deshalb werde ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen, weil wir, glaube ich, dafür nicht genug Zeit haben. Aber ich würde Ihnen grundsätzlich zustimmen, dass ich die grundlegende Ausrichtung dieses Migrationspakts sehr, sehr kritisch sehe. Also gerade, Sie haben es jetzt menschenrechtlicher Affront genannt, dem würde ich so zustimmen, gerade auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der EU, in den EU-Hotspots, also wie dort die Lebensbedingungen sind, katastrophal seit 4 Jahren. Und die Verfahren kann man, würde ich sagen, fast als Kafkaesque bezeichnen. Also das ist wirklich nicht mehr, also das ist, wie ich vorhin gesagt habe, ein sehr, sehr, sehr großer Graben zwischen dem Recht auf dem Papier und der praktischen Umsetzung. Warum ich trotzdem, würde ich sagen, jetzt nicht, also warum man trotzdem vielleicht nicht allzu aufgeregt sein muss wegen dieses Vorschlags, liegt, denke ich, einfach daran, dass ich nicht denke, dass sich so viel ändern wird tatsächlich. Also das ist ja auch das, was wir heute immer wieder diskutieren. In vielen Punkten formuliert der Vorschlag, denke ich, nur aus, was sowieso schon Praxis ist. Das ist natürlich nicht schön, aber das ist jetzt sozusagen in der Praxis, wird sich, denke ich, relativ wenig ändern, weil die Praxis jetzt schon schlimmer ist, als es auf dem Papier aussieht. Also gerade in den EU-Hotspots zum Beispiel sind die Bedingungen einfach jetzt schon in kaum einem Punkt so, wie sie eigentlich sein sollten nach der Aufnahmerichtlinie, nach der Asylverfahrensrichtlinie. Das heißt, so viel schlimmer wird es wahrscheinlich nicht werden. Es wird wahrscheinlich einfach genauso schlimm bleiben. Das ist, ja. Und dann noch zur letzten Frage, was man tun kann. Also ich denke, muss man danach differenzieren natürlich, welche Rolle man einnehmen möchte in diesem politischen Prozess. Wenn wir jetzt mal hier überlegen, was wir heute machen können, ist, glaube ich, der Anspruch, den wir maximal haben können, erstmal zu verstehen, wie gesagt, was vorgeschlagen wurde und dann eben zu versuchen, rechtliche Argumente zu entwickeln, die diesem Vorschlag entgegengehalten werden können. Also ich glaube, viel mehr können wir jetzt heute Abend hier nicht machen. Dann kurz noch zu der Frage von Herrn Walaschek, wer mit dem solidarisch ist. Ich hatte so verstanden, dass das Argument der Kommission tatsächlich ist, dass der Mitgliedstaat, der die Abschiebungspatenschaft übernimmt, sich dadurch solidarisch zeigt mit dem Mitgliedstaat, aus dem abgeschoben wird. Das kann man als zynisch bezeichnen. Trotzdem ist das sozusagen das Verständnis, was vorgeschlagen wurde. Und die Frage, die Dana und ich dann eben gestellt haben, ist, ob man Argumente findet gegen dieses Verständnis von Solidarität. Und ich würde sagen, der Ansatz ist wahrscheinlich tatsächlich zu sagen, dass Solidarität nicht so ausgelegt werden kann, dass sie den Zielen des gemeinsamen europäischen Asylsystems im Ergebnis widerspricht. Aber ja. Dann zur Frage von Christian noch ganz kurz, das ist der Frage des Rechtsschutzes im Grenzverfahren. Wie ich schon gesagt habe, ist ja also das, was seit 4 Jahren in den EU-Hotspots schon Praxis ist, zeigt, denke ich, sehr, sehr deutlich, dass der, auch wenn auf dem Papier die Möglichkeit von Rechtsschutz besteht, das in der Praxis einfach auf sehr, sehr große Probleme trifft, zum Beispiel, weil nicht genug Anwältinnen dort tätig sind, weil der Zugang zu den Camps teilweise schwierig ist, teilweise zeitweise beschränkt wird für NGOs und so weiter und weil die Fristen in diesen Grenzverfahren schon jetzt sehr, sehr kurz sind, weiterhin verkürzt werden sollen und noch ein sehr großes Problem, was tatsächlich eine Verschlechterung des Rechtsschutzes bedeuten würde, na, wenn der Vorschlag so umgesetzt werden würde, wie er jetzt hier steht, ist, dass die automatische aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs nicht mehr bestehen würde. Das heißt, Personen könnten abgeschoben werden, obwohl sie sich noch im Widerspruchverfahren befinden. Das ist bisher nicht so. Also das wäre sozusagen nochmal eine weitere Verschlechterung des Rechtsschutzes in diesem Grenzverfahren. Vielen Dank. Bleiben wir im Sinne des tieferen Verständnisses vielleicht doch noch mal ein paar Minuten im rechtlichen Klein-Klein, das vielleicht an der Stelle aber auch gar nicht so klein ist, nämlich wenn es darum geht, was die Europäische Asylbehörde in Zukunft können soll und dürfen soll.
Es ist ja schon seit längerer Zeit so, dass die Kommission darauf hinarbeitet, dass es eine vollwertige europäische Asylagentur gibt. In der Vorform existiert sie bereits seit Jahren als Europäisches Asylunterstützungsbüro, EASO. Jetzt ist zum ersten Mal sozusagen eine grundlegende Reform näher gerückt. Die Deutschen hatten das im November letzten Jahres schon angedeutet. Aus dem EASO soll die European Asylum Agency werden, die Europäische Asylagentur, die in der Form, wie es jetzt vorgestellt worden ist, noch keine Asylentscheidungskompetenz haben soll, sondern erstmal nur weiterhin unterstützen, managen, aushelfen soll an den Außengrenzen. Was ändert sich denn jetzt konkret, wenn das EASO künftig Europäische Asylagentur heißt? Und ist das vielleicht nur der administrative Vorlauf zu einer tatsächlichen Aufwertung hin zu einem EU-BAMF oder etwas Ähnlichem, Katharina? Ja, also hier würde ich es tatsächlich auch wieder so sehen, wie ich gerade schon beschrieben habe, dass hier die Kommissionsvorschläge nur verschriftlichen, was bisher schon Praxis ist. Also der Umfang der Unterstützung, wie er in dem jetzigen Kommissionsvorschlag, der Vorschlag von 2018 ist im Wesentlichen, also wie die Kompetenzen von EASO, die dort vorgesehen sind, entsprechen relativ genau dem, was EASO schon seit 4 Jahren in den EU-Hotspots macht, nämlich insbesondere Unterstützung bei der Durchführung von Asylverfahren, indem EASO selbst die Anhörungen durchführt und dann Entscheidungen entwirft, Legal Opinion heißt es, Empfehlungen, rechtliche Empfehlungen entwirft, die dann der griechischen Asylbehörde übergeben werden, die auf Grundlage dieser Empfehlung die Entscheidung fällt, ohne aber jeweils die oder den Asylsuchenden selbst angehört zu haben. Das heißt, formal trifft die Entscheidung weiterhin die griechische Asylbehörde, das würde auch so bleiben nach dem neuen Vorschlag, aber de facto ist es natürlich sehr, sehr schwierig, zwar möglich, aber schwierig, eine abweichende Entscheidung zu treffen, ohne selbst die Anhörung durchgeführt zu haben von der griechischen Asylbehörde. Diese Kompetenzen würden auch im Wesentlichen dann so festgeschrieben. Derzeit ist halt das Problem, dass EASO diese Anhörungen durchführt und meiner Meinung nach und auch der Meinung von vielen anderen nach dabei seine Kompetenzen überschreitet. Das heißt, das würde jetzt sozusagen nachträglich legalisiert, was EASO macht. Und dann noch die Frage, ob das denn der erste Schritt auf dem Weg zu einer wirklichen europäischen Asylbehörde wäre. Da stellen sich, glaube ich, 2 Fragen. Das erste ist, ob die EU überhaupt die Kompetenz hätte, selbst Einzelfallentscheidungen in Asylverfahren zu treffen. Ich würde sagen, dass das wahrscheinlich zumindest in den Normalsituationen nicht der Fall ist, weil Artikel 78 eben zumindest so wie ich es verstehe, die Verwaltungskompetenzen der EU darauf beschränkt zu unterstützen und nicht Einzelfallentscheidungen zu treffen. Das kann man aber auch anders sehen. Und die 2. Frage, unabhängig davon, ob die EU die Kompetenz hätte, ist natürlich, ob die Mitgliedstaaten politisch gewillt sind, diese Kompetenz der Union zu übertragen. Und das zumindest sehe ich bisher jetzt nicht. Wäre denn dabei sowas wie ein Europa der 2 Geschwindigkeiten, das ist ja so ein Schlagwort, das an vielen Stellen in diesen ganzen europäischen Asylreform-Diskussionen auftaucht, denkbar, dass es eine Gruppe von Staaten gibt, die eben diese Bereitschaft haben, ihr Asylsystem zu kollektivieren und zu europäisieren, von der Bearbeitung des Antrags, der Registrierung bis hin zur Verteilung und sozusagen die Mitgliedstaaten und dann am Ende die Kommunen dann sozusagen nur noch die Orte dafür bereitstellen, der Rest aber in europäischer Hand bleibt. Wäre sowas denkbar? Katharina? Ja, ist eine interessante Frage. Also ich denke, das wäre natürlich dann möglich, wenn sich einige Mitgliedstaaten politisch darauf einigen, wäre es dann möglich, wenn die EU die Kompetenz dafür hat. Und das ist eine Frage, die umstritten ist, würde ich sagen. Aber ich denke schon, dass es möglich wäre, die Verträge so auszulegen, dass die EU die Kompetenz hat, auch wenn bisher, würde ich sagen, die meisten die Verträge nicht so auslegen, sondern im Gegenteil so sehen, dass die EU diese Kompetenz nicht hat. Wäre das vermutlich eine Möglichkeit. Aber insgesamt finde ich, also größer sozusagen ist diese Frage des Europas der 2 Geschwindigkeiten eine sehr, sehr interessante Frage in Bezug auf diesen Migrationspakt, weil immer wieder sehr, sehr deutlich durchscheint, dass die Kommission versucht hat, einen Kompromiss zu finden zwischen den unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaaten, die eben als gleich wichtig auch explizit bezeichnet werden. Und auch zum Beispiel Äußerungen der deutschen Bundesregierung, die immer wieder dahin gehen, dass man bestimmten
Vorschlägen, zum Beispiel der Stärkung der kommunalen Ebene, deshalb nicht zustimmt, weil sich dann keine europäische Lösung mehr durchsetzen lassen würde. Aber das Argument, das man dann im Ergebnis macht, ist ja, dass man zulasten der Asylsuchenden versucht, weiterhin eine europäische Lösung mit allen Mitgliedstaaten zu finden, obwohl es vielleicht doch möglich wäre, sich mit weniger Mitgliedstaaten auf eine humanitärere Asylpolitik zu einigen. Da ist mir tatsächlich auch im politischen Prozess nicht ganz klar, was so eindeutig anscheinend gegen dieses Europa der zwei Geschwindigkeiten zu sprechen scheint, weil in anderen Politikbereichen es auch, also auch im Schengen-Raum zum Beispiel, aber auch bei anderen Politikbereichen gab es ja sehr, sehr oft ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, wo ein paar Mitgliedstaaten eben angefangen haben, weitere Schritte zu gehen und sich andere Mitgliedstaaten später angeschlossen haben. Deshalb wäre sozusagen meine Rückfrage, warum das eigentlich so kategorisch ausgeschlossen zu werden scheint auf politischer Ebene. Vielen Dank. Dieses Schlagwort von der grausamen Lotterie, das ist sozusagen sehr stark davon abhängt, wo man in der EU hinkommt, weil die Staaten über die Aufnahme, die Versorgung ein bisschen vor allem bei der Entscheidungspraxis nach wie vor sehr unterschiedlich agieren. Das ist ja nicht aus der Welt, das ist nach wie vor der Fall. Dana, ist denn die Aussicht, das EASO aufzuwerten und mittelfristig sozusagen weiter auszubauen, ist das eine Perspektive dahin, dass diese Lotterie ein bisschen weniger ein Glücksspiel ist und ein bisschen mehr verrechtlicht wird und es eine stärkere Vereinheitlichung gibt? Und wäre in so einem Szenario die EU ein freundlicherer Ort für Flüchtlinge? Wenn man sich das praktisch vorstellt, im Moment ist es ja auch so, dass viel läuft dann über Länderberichte, über so ungefähr Wissensaustausch, aber das sind ja immer nur Hilfsmittel, die man in den konkreten Verfahren dann heranzieht. Und ich sehe eigentlich, also das geht auch wieder zurück zu der Frage Einzelfallprüfung versus immer stärker auch an Nationalität orientierten eigentlich nach Gruppenmerkmalen Leute abzufertigen. Ich glaube, man erreicht natürlich eine Vereinheitlichung, wenn man weggeht von der Einzelfallprüfung, aber mit einem großen Verlust. Also die EU wäre dann kein besserer Ort für Schutzsuchende, auch wenn unter Umständen ein immer stärkeres Abstellen auf Länderberichte, auf Quoten, auf so ungefähr, wenn man sich wirklich bemüht, irgendwie diese Quoten, die im Moment natürlich absurd auseinandergehen, anzugleichen, heißt das meiner Meinung nach nicht unbedingt, dass man am Ende ein gerechteres Asylsystem hat, ganz im Gegenteil. Es ist unter Umständen ein besser gemanagtes und sehr viel weniger wirklich in konkreten Verfahren arbeiten. Umgekehrt in Einzelverfahren spielt natürlich die Ausbildung der Leute eine Rolle. Es spielt natürlich eine Rolle, dass es diesen Wissenaustausch gibt. Aber am Ende ist ungefähr dadurch, dass die irgendwie bei einer anderen Agentur angestellt sind, die Entscheider nicht sichergestellt oder ist erstmal auch nichts verändert daran, was dann in den einzelnen Verfahren abläuft. Insofern, ich glaube, dieser Lotterie würde man sehr viel, also wir kommen bei diesem Stichwort Lotterie auch ein bisschen dahin, dass wenn wir über Solidarität und Verantwortungsteilung sprechen, wir immer die Perspektive von oben zwischen den Staaten annehmen. Aber das, was wesentlich in der Perspektive fehlt und was natürlich die Praxis bestimmt, ist die Handlungen der Migrierenden selbst, nämlich dass da die ganze Zeit Bewegung ist. Und ich meine, man müsste eigentlich dort ansetzen, die extrem unterschiedlichen auch Aufnahmebedingungen, also den Zugang zum Verfahren, die Dauer des Verfahrens und vor allen Dingen auch die Unterbringung, während man auf einen Asylbescheid wartet, dort sozusagen die Bedingungen anzugleichen, dass das wesentlich stärker auch der berühmten Sekundärmigration und so weiter entgegenwirken würde und ich glaube zu gerechteren Verhältnissen unter den Mitgliedstaaten führen würde, mehr noch als jetzt die zwingende Vereinheitlichung durch eine Asylagentur. Vielen Dank. Wir würden jetzt gleich dann zum zweiten Teil kommen, wo es nämlich dann um den politischen Kontext geht, wie dieser Pakt eigentlich in die Welt gekommen ist und warum er womöglich so ist, wie er ist. Wir würden aber vorher noch die beiden Fragen, die in der Zwischenzeit aufgelaufen sind, gerne die Gelegenheit geben, beantwortet zu werden. Alexandra, magst du das übernehmen? Genau. Also wir haben noch zwei Wortmeldungen von Frau Professorin Nothaft und von Frau Professorin Oliveira. Frau Nothaft, wenn Sie anfangen möchten. Wir hören Sie nicht. Ich habe auch jetzt eine technische Frage, weil das habe ich beim Entschuldigung.
beim Durchsehen alles das, was da am Papier produziert wurde, digital nicht gut gefunden. Und ich finde, es würde einen enormen Unterschied machen. Welche Rechtsform würde denn diese neue Formulierung der EA so sozusagen bringen? Weil meine Sorge ist, wenn es weiterhin Agenturen sind, haben BürgerInnen oder Nicht-BürgerInnen, die da in Konflikt damit geraten oder finden, sie werden dadurch schlecht behandelt, wesentlich geringere Rechtsschutzmöglichkeiten und landen quasi immer nur bei der Ombudsfrau, die uns ein paar Mal ja schon signalisiert hat, ja, Maida kann sie auch nichts machen und so schlimm findet sie das alles nicht. Also es würde hier wirklich die Technik oder die strukturelle Formulierung dieser Struktur würde einen entscheidenden Unterschied sozusagen in der Rechtsqualität der Verfahren machen. Deswegen haben Sie dazu was gefunden in den vielen neuen Überlegungen dazu. Dankeschön. Vielleicht Frau Zybrycki, ich weiß nicht. Ich kann, also genau, das wäre auch wieder, das ist auch so vorgesehen, dass es wieder eine Agentur wäre. Also EASO würde dann anders heißen, aber wäre immer noch als Agentur organisiert. Genauso im Prinzip würde die Reform der Reform von Frontex entsprechen. Die Agentur würde mit weiteren personellen Kapazitäten und finanziellen Kapazitäten ausgeweitet, das Mandat würde erweitert, aber es würde eine Agentur bleiben. Und wie Sie sagen, hat das sehr, sehr gravierende Auswirkungen auf den Rechtsschutz. Also das sieht man ja bei Frontex, das sieht man aber auch jetzt schon bei EASO, dass eben die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen EU-Agenturen, gerade von Drittstaatsangehörigen, die in Grenzverfahren sowieso schwierigen Zugang zu Rechtsschutzmöglichkeiten haben, sehr, sehr, sehr schwierig wären. Ja, also das sehe ich genau wie Sie. Ja, vielen Dank. Dann gehen wir noch zu Frau Oliveira. Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage und ich hoffe, dass ich es auf Deutsch ausdrücken kann. So, meiner Ansicht nach, der Unterschied zwischen Asylsystem und Migrationsrecht ist jetzt weniger klar. Besonders was die Grenzverfahren trifft, sind nicht richtig vor Asylverfahren, sind etwas anderes. Meine Frage ist, oder meine zwei Fragen sind Sie einverstanden? Haben Sie dieselbe Meinung? Und die zweite Frage, wenn Sie dieselbe Lesung machen, was denken Sie darüber? Ist das ein positiver Schritt oder nicht? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht möchte Katharina auch zuerst dazu was sagen. Kann sie. Also ich mache die gleiche Beobachtung wie Sie auch, dass tatsächlich, es heißt ja auch New Pact on Asylum and Migration. Also es ist ja tatsächlich so, dass Asyl und Migration zusammen behandelt wird und dass auch teilweise, würde ich sagen, die Unterschiede verwischt werden oder bestimmte Grenzen, die bisher bestanden, aufgehoben werden. Das würde ich dann auch so sehen. Speziell jetzt im Grenzverfahren sehe ich allerdings diese Verwischung nicht so sehr. Also generell ja, beim Grenzverfahren weniger, weil das Grenzverfahren im Prinzip genauso wie bisher ein Verfahren ist, das darauf ausgerichtet ist, ob die Person international schutzberechtigt ist oder ob sie nicht international schutzberechtigt ist. Und da sehe ich jetzt konkret nicht so die Vermischung mit Migration, aber vielleicht habe ich da auch was überlesen. Generell sehe ich das eher kritisch, diese Verwischung, weil ich denke, dass das Asylrecht, also insbesondere auch das Grundrecht auf Asyl, das in Artikel 18 der Grundrechtecharta verankert ist, eben spezielle Verfahren erfordert und spezielle Anforderungen an das Asylsystem, die im Bereich der generellen Migration, zum Beispiel der Arbeitsmigration, ganz anders sind. Und was man hier eben sieht, ist, dass die Kommission teilweise Fragen der Arbeitsmigration oder der Anwerbung qualifizierter Fachkräfte vermischt mit Fragen der Schutzberechtigung. Aber vielleicht kann Dana dazu auch noch was sagen. Ja, ich glaube, ich möchte gar nicht mehr zu lange jetzt was sagen, weil wir auch noch zu dem
Teil zur Politik kommen. Aber ich sehe das genauso. Ich glaube, das ist auch insgesamt, einerseits muss man natürlich anerkennen, dass so die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen, ganz viel der Situation an der Grenze bestimmt. Das umgekehrt aber im Grunde irreguläre Migration so zum Paradefall gesetzt wird. Und das, also das war, wenn man einerseits anerkennt, dass natürlich Asyl und Migration keine trennscharfen Phänomene sind, sondern an ganz vielen Stellen ineinander fließen, aber gleichzeitig ganz viel Migration eben auch nicht Asyl betrifft, dann ja, glaube ich, das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall. Alexandra, du hast die Regie, aber soll ich ansonsten direkt übernehmen für... Ja, ich denke, das war so geplant. Also wir wechseln jetzt die Moderatorenrollen. Dana Schmalz wird jetzt den abschließenden Teil zu den politischen Kontextfragen moderieren und leiten. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch kurz 20 Minuten und wir wollen auch vielleicht von der Expertise von Christian Jakob noch ein bisschen hören. Vor allem ist es... glaube ich, jetzt nochmal der Moment, ein Stück zurückzutreten und zu sagen, wir haben jetzt diesen riesigen Entwurf. Das ist, wie Katharina eben auch formuliert hat, selbst wenn sich nicht so viel ändert, heißt das auch nicht, dass das gut ist, denn die gegenwärtige Situation ist auch eine, die als solche einfach katastrophal ist und wo man eigentlich auf eine Änderung die ganze Zeit wartet, auf eine positive Änderung. Und ja, und gleichzeitig hatten wir jetzt nach diesem Entwurf das Innenministertreffen, wo selbst diese Vorschläge schon als zu weitgehend zurückgewiesen wurden. Und wir sehen also, es ist eine unglaublich festgefahrene Situation. Christian, was würdest du jetzt sagen, so um, wenn man das im weiteren Kontext sieht, hätte es jetzt zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt, hätte es irgendwie einen besseren Entwurf geben können, geben müssen? Also aus menschenrechtlicher Sicht ist das gar keine Frage. Selbstverständlich hätte es das müssen. Die Frage ist sozusagen, ob die Kommission das Beste rausgeholt hat aus der schwierigen Lage, in der sie ist. Denn es ist natürlich eine schwierige Lage gewesen. Es gibt diese Achse, die osteuropäischen Staaten plus Kurz und Österreich, die knallhart gesagt haben, machen wir alles nicht mit. Und selbst das, was jetzt rausgekommen ist, wo unisono alle, ich sag mal, Menschenrechtsorganisationen, Flüchtlingsorganisationen entsetzt waren und in die Haare zu Berge standen und gedacht haben, da hat sich jetzt auf jeden Fall Orbán durchgesetzt. Selbst da war es so, dass am nächsten Tag Orbán eine Pressekonferenz gegeben hat und gesagt hat, das lehne ich ab, dieser Pakt, der ist nicht zustimmungsfähig, weil er immer noch davon ausgeht, dass Flüchtlinge in die EU reinkommen. Der einzige Pakt, dem wir als Ungarn zustimmen, ist einer, der sicherstellt, dass überhaupt gar niemand mehr das europäische Territorium betritt. Also es gibt das Einstimmigkeitsprinzip an der Stelle. Man kann sich die Mitgliedstaaten einerseits nicht backen. Also die Kommission musste mit dem umgehen, was sie hat. Andererseits ist es auch sehr leicht zu sagen, es gibt die bösen Populisten, die Menschenrechtsfeinde wie Orbán, die bleiben einfach hart und dann kann die Kommission nicht anders. Dass die Situation so ist, wie sie ist, ist auch das Ergebnis von einer Diskursdynamik, an der die Kommission und auch die, sagen wir mal, die etablierten Parteien, die Konservativen, auch die Sozialdemokraten auf jeden Fall ihren Anteil haben, weil sie die Dämonisierung von irregulärer Migration vor allem seit 2015 auch mitgemacht haben. Die haben den Populisten an vielen Stellen Recht gegeben und gesagt, ja, die irreguläre Migration, das ist eine große Bedrohung. Und das hat sie natürlich gestärkt. Und deswegen sind sie heute so ein Machtfaktor. Und dann gehen wir mal eins zurück zur Frage. Also die Kommission hätte sich nicht darauf einlassen müssen, dass es sozusagen in Zukunft diese Normalität der Internierung gibt. Dieses Konzept, was sie jetzt vorgelegt hat, das läuft darauf hinaus. Diese Schnellverfahren, 3/4 aller Ankommenden würden da vermutlich mindestens reinfallen. Das läuft darauf hinaus, dass die über Monate aus der Internierung nicht rauskommen. Das hätte selbstverständlich auch anders erstmal vorgelegt werden können. Das ist ja ohnehin alles noch nicht Gesetz. Es ist erstmal nur ein Vorschlag, über den verhandelt werden muss, jetzt im Rat wahrscheinlich noch bis 2022. Und da muss man sagen, der Vorschlag ist schon sehr, sehr, sehr defensiv. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, Chinas hat sich hingestellt und gesagt, alle Sorgen sind gleich viel wert, auch die Sorgen eines Viktor Orbán. Ich würde sagen, dass es offen ist, ob alle potenziellen Sanktionsmöglichkeiten, auch finanzieller Art, die Kommission da möglicherweise hätte, tatsächlich ausgeschöpft worden sind. Ich habe da meine Zweifel. Sie ist an vielen Stellen hinter ihre eigenen Vorschläge zurückgefallen. Um also ein kleines Beispiel nur zu nehmen, die Figur der Krise. Also wann ist eine Krise da? Wann müssen diese Solidaritätsmechanismen
egal was man von diesen neuen Solidaritätsmechanismen erzählt, wann müssen die greifen? Früher im alten Kommissionsvorschlag zur Dublin-Reform von 2016 war es, glaube ich, da war das klar, die Krise ist dann da, wenn in einem Land 150% der Flüchtlinge ankommen, die das Land eigentlich aufgrund seiner Größe aufnehmen müsste, dann kommt der Emergency-Mechanismus automatisch in Gang. Dafür gab es keinen Konsens, das ist wahr, aber jetzt gibt es einfach gar kein Kriterium mehr. Die Krise in dem Szenario, das jetzt auf dem Tisch liegt, wird ausgerufen, wenn ein Staat findet, es existiert eine Krise bei ihm, dann kann sich es an die Kommission wenden, die kann sich an den Rat wenden und der kann dann quasi nach Gutdünken entscheiden, ob es diese Krise tatsächlich gibt oder nicht und ob die Verpflichtungen, die da dranhängen, zur Solidarität greifen oder nicht. Da, man kann sich da ausmalen, dass es für die Außengrenzenstaaten in Zukunft kaum besser ausgehen wird. Und die Liste ließe sich fortsetzen. Also insgesamt würde ich denken, dass auch eingedenk der schwierigen Umstände, die die Kommission hatte, sie eigentlich total versagt hat darin, die Asylpolitik auf eine menschenrechtsorientierte, aber auch realpolitisch durchsetzbare Grundlage neu zu stellen. Bevor ich weiterfrage, auch noch kurz der Hinweis, dass natürlich auch jetzt noch Fragen willkommen sind. Wir haben dann gleich auch noch ein bisschen Zeit, so ungefähr die Diskussion wieder mit allen zu führen. Aber um noch eins nachzufragen, du schreibst ja seit Jahren über Migration und du schreibst auch über Rechtspopulismus. Und es ist sehr häufig dieses Narrativ im Umlauf, dass so eine migrationsfreundliche Politik zum Aufstieg der extremen Rechten führt, dass man oft den Eindruck hatte in den letzten Jahren, dass eigentlich demokratische Politik auch ein bisschen vor sich davor hergetrieben wird, diese Sorge, dass irgendwie so eng Migration das Thema politisch mit eben der Kraft der Rechten zusammenhängen. Ist das eigentlich nach deiner Beobachtung richtig? Also ist dieser Zusammenhang, besteht er so und wie geht man damit um? Also der Zusammenhang besteht auf eine gewisse Weise, aber sagen, der ist nicht so unilateral, wie man sich das vorstellt. Das Aufkommen oder nein, sagen wir, das Ansteigen der Flüchtlingsankünfte hat erst an dem Punkt den Populisten so starken Auftrieb gegeben, als sozusagen der Rest des politischen Spektrums sagen, das gleiche Lied gesungen hat wie Sie. Das ist jetzt die große Bedrohung für uns. Das ist die höchste politische Priorität. Das ist das, was wir als allererstes sozusagen sicherstellen müssen. Geschützte Außengrenzen mit Transitzonen, was es da alles für Vorschläge gegeben hat. Das haben die Populisten natürlich erkannt und sich da nochmal obendrauf gesetzt und das immer weiter angefeuert. Orban hat gesagt, die Existenz unserer christlichen Zivilisation steht auf dem Spiel. Salvini, die EU schafft durch ungesteuerte Einwanderung einen islamischen Staat der Angst. Seehofer, Migration ist die Mutter aller Probleme. Oder Kaczynski, die muslimischen Flüchtlinge werden in Polen Scharia-Zonen errichten. Also die EU selbst hat den Grundtenor sozusagen mitgetragen, auf dem dann diese schrillen Töne sozusagen abgespielt worden sind. Und die Populisten haben davon gut gelebt und haben auch davon profitiert. Ein Kollege aus Ungarn hat jetzt neulich gesagt, das größte Problem, was Orban im Moment hat, ist, dass Brüssel ihm keine Flüchtlinge mehr aufzwingen will, weil das sozusagen sein bestes politisches Angebot war, das zu verhindern. Und insofern gibt es natürlich den Zusammenhang, aber er ist nicht so, mehr Flüchtlinge, mehr Populismus, keineswegs. Die Frage ist, wie wird über Migration gesprochen, wie wird auf sie geschaut, wie wird die gesellschaftliche Deutung oder das gesellschaftliche Gespräch darüber geführt. Da muss man sagen, in den letzten 5 Jahren ist es so geführt worden, dass die Populisten davon eben sehr, sehr gut gelebt haben und auch eine Politik nach vorne gebracht haben, die daraus dann Konsequenzen zieht. Österreich wollte, dass gleich gar keine Asylanträge in der EU mehr gestellt werden, als es die ÖVP-FPÖ-Koalition gab. Deutschland wollte die Transitzonen und die Abweisungen an den Binnengrenzen. Ungarn hat Flüchtlingen Nahrung verweigert in den Transitzonen. Und ich würde sagen, dass die Härte, die jetzt in diesem Asylpaket drinsteckt und angelegt ist, dass das sozusagen die Nachwirkungen sind, dieser populistischen Welle, kann man vielleicht sagen, die so vor allem um 2018 herum besonders stark war, als auch Seehofer, sagen sich sehr stark in Richtung Kurz, Salvini und Orban orientiert hat. Dann vielleicht noch eine Frage, die auch an Katharina geht, an euch beide. Was
passiert jetzt? Also wie geht es jetzt weiter und vor allen Dingen auch, wie kann man gerade angesichts der Tatsache, dass es nicht nur eine funktionierende Lage und ein neuer Vorschlag ist, sondern eine nicht funktionierende Lage, wo eigentlich ganz viel geändert werden müsste, wie kann man eben damit jetzt umgehen? Also was ist zum einen eure Einschätzung, du hast eben schon gesagt, es wird jetzt wahrscheinlich bis 2023 verhandelt, aber so ungefähr, was ist 2020, was ist der weitere Weg, also wo seht ihr das hinlaufen und was sind jetzt aber auch die Schritte, die in Richtung einer menschenrechtskonformeren Asylpolitik in der EU zur Verfügung stehen? Willst du vielleicht anfangen, Christian, Katharina, wenn du dann noch was sagen möchtest? Katharina, willst du vielleicht direkt was dazu sagen? Ich würde dann anschließen, ich hatte ja zu viel. Ja, ich kann mal versuchen anzufangen. Ich denke auch, dass das jetzt wahrscheinlich erstmal eine Weile dauern wird, bis alle diese umfangreichen Vorschläge verstanden haben und bis dann die Auseinandersetzung im Detail über einzelne Vorschriften anfangen. Also ich denke jetzt nicht, dass das besonders schnell gehen wird, vor allem vor dem Hintergrund, dass die bisherige Reform ja immer an dem Dublin-IV-Vorschlag gescheitert ist, die politischen Verhandlungen, dass die Mitgliedstaaten im Rat sich darauf nicht einigen konnten und dass der jetzige Vorschlag, auch wenn er nicht mehr Dublin heißt, im Wesentlichen doch den gleichen Inhalt hat. Dann vielleicht kurz nochmal zu den etwas übergeordneten Fragen. Ich denke, kann man zwei Ebenen unterscheiden. Vielleicht einmal auf politischer Ebene geht es wahrscheinlich wirklich darum, wie Christian auch schon gesagt hat, welche politischen Gruppen die Deutungshoheit darüber haben, was Migration bedeutet für Europa und wie damit umzugehen ist. Und eben, ich denke, im Kern geht es oft um Fragen der Identität, jetzt gerade bei den Rechtspopulisten, das vielleicht auch einfach explizit zu machen, dass es auch teilweise um Rassismus geht, das auch explizit zu machen und dann eben ein positives Gegenbild sozusagen zu entwerfen. Und ich finde, das kommt manchmal etwas zu kurz in der Debatte, weil viel darauf verwandt wird sozusagen, viel Diskussions Energie darauf verwandt wird, oft die negativen Vorstellungen von Migration zu kritisieren, aber es wird, finde ich, relativ wenig Energie und Diskussion darauf verwandt, ein positives Gegenbild zu entwerfen. Das ist sozusagen, denke ich, die eine Aufgabe auf politischer Ebene. Und die andere Aufgabe auf rechtlicher Ebene ist, denke ich, tatsächlich gute rechtliche Argumente zu entwickeln, mit denen, also die eben verfassungsrechtliche Grenzen dem setzen, was noch zulässig ist. Und ich würde schon sagen, dass jetzt zum Beispiel was das Zitat, was vorhin Christian von Herrn Orban gebracht hat, oder auch andere Zitate könnte man jetzt hier nennen, dass die teilweise in Richtungen gehen, die Grenzen des europäischen Verfassungsrechts schon überschreiten. Also ich würde sagen, man kann argumentieren mit Artikel 2, den Werten der EU, mit Artikel 3, den Zielen der EU, dann Artikel 6, die Verpflichtung der EU auf die Menschen, auf die EMRK und Menschenrechtsverträge, dann die Bindung der EU an die Genfer Flüchtlingskonvention und die relevanten Menschenrechtsverträge über Artikel 78 Absatz 1 AUV, dann die Grundrechtecharta, insbesondere Artikel 18, das Grundrecht auf Asyl, Artikel 47, das Grundrecht auf effektiven Rechtsbehelf. Also all diese verfassungsrechtlichen Argumente stärker zu entwickeln und stärker zu machen, ist, denke ich, dann die Aufgabe auf rechtlicher Ebene. Ja, wenn ich da anschließen kann, also was so die europäische Asyldiplomatie vielleicht angeht, die Lehre aus dem weitgehend ja gescheiterten Relocation-Versuch von 2015, 2016 war ja, man sollte die Staaten auch nicht zwingen, wenn sie partout nicht wollen, Flüchtlinge aufzunehmen. Und daraus ist ja auch dieser Ansatz Europa der zwei Geschwindigkeiten hervorgegangen, der an sich nicht verkehrt ist, wo es auch 2019 dann dieses Malta-Protokoll gab. Deutschland und Frankreich haben zusammen mit Italien, Malta und Spanien damals sich so im Kleinen ein Modell für die geretteten Seenotschiffbrüchigen im Mittelmeer überlegt. Die Hoffnung war dann, dass die Koalition der Willigen dann sukzessive wächst und sozusagen die übrigen durch so eine Art Blaming and Shaming dann möglicherweise irgendwann ihre Haltung überdenken. Das hat so halb gut funktioniert. Also es ist 12 Staaten haben dann am Ende mitgemacht, außer den genannten noch Portugal, Luxemburg, Irland, Finnland, Norwegen, Belgien und Schweden. Das ist aber natürlich was, eine Richtung, in die man weiterdenken könnte und weiterdenken sollte. Der andere Punkt, die Stärkung des Kommunalen, also auch
In den Staaten, die autoritär, rechtsautoritär regiert werden, sind die Stadtgesellschaften oft anders gestrickt. Es gibt da viele Möglichkeiten, auf kommunaler Ebene sozusagen Stimmung zu machen, Druck zu machen und auch zu werben für eine andere Form von Asylpolitik. Und es ist ja gerade schon an einer Stelle von einem Fragenden auch angesprochen worden. Das geht jetzt ja sozusagen erstmal los im Parlament und in den Ratsverhandlungen. Es ist nicht ausgemacht, dass alles das, was von der Leyen jetzt auf den Tisch gelegt hat, so kommt. Und man muss, denke ich, auch sehen, dass die gesellschaftliche Stimmung für diese Auseinandersetzung, die da jetzt anstehen, durchaus besser geworden ist und ein bisschen freundlicher, als das beispielsweise vor 2 Jahren, 2018, der Fall war, weil das vielleicht ganz gute Laune macht, würde ich es mir ein bisschen so rekapitulieren, was jetzt in den letzten Wochen da passiert ist. Italien hat beispielsweise die Millionenstrafen für SeenotretterInnen, die Salvini eingeführt hat, wieder abgeschafft, hat per Dekret das Verbot bekräftigt, Flüchtlinge in seeuntauglichen Booten abzuweisen. Salvini steht vor Gericht. Die ÖVP hat in Wien über 25 Prozentpunkte verloren. Die deutsche Verordnung, mit der die Seenotrettungsschiffe blockiert werden sollten, ist aufgehoben worden. Die CSU hat es als falsch bezeichnet, dass sie versucht hat, die AfD beim Asylthema rechts zu stellen. Und insgesamt gab es jetzt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung vor 4 Wochen, eine Trendwende im Meinungsklima. Nicht nur durch Corona, auch davor schon, sagen, ein antipopulistischer Turn. Darauf kann man sicherlich aufbauen in der gesellschaftlichen Diskussion. Und es ist sozusagen keineswegs so, dass sich jetzt alles weiter verhärtet und es in diesem Bereich sozusagen nur in eine Richtung geht und alles immer schlechter wird. Das war in der Vergangenheit nicht so und das wird jetzt auch in der Zukunft sicherlich nicht der Fall sein. Ja, vielen Dank. Das sind tatsächlich ein paar hoffnungsvolle Töne, auch wenn es nichts daran ändert, dass natürlich die Lage so wie sie ist, so wie die Praxis an den Außengrenzen ist, so wie jetzt auch tatsächlich diese Vorschläge sind, sehr viel zu wünschen übrig lässt. Aber trotzdem vielen, vielen Dank auch nochmal für diese Einschätzung. Ich sehe jetzt keine Fragen mehr im Chat. Wenn es noch jemand gibt, der auch gerne auch Bemerkungen machen möchte. Ansonsten würde ich, glaube ich, nochmal zum Abschluss an Alexandra übergeben, aber ich kann mich von meiner Seite schon bedanken, dass ich das sehr bereichernd fand. Ja, vielen Dank, Dana. Vielen Dank an die Sprecher und Sprecherinnen auf dem Podium. Die Diskussion, die sehr nuanciert, sehr vielfältig war, hat gezeigt, dass wir, was dieses Dokument angeht, noch am Anfang der Rezeption stehen. Wir werden sehr genau am Institut auch verfolgen, wie es damit weitergeht mit diesem Entwurf, natürlich auch, wie die Diskussion insgesamt weitergeht. Und wir werden sicher auch in der Zukunft wieder in öffentlichen Formaten darauf zurückkommen. Also da bleiben wir dran. Ich danke auch den Diskutanten hier im Zoom-Meeting, die sich beteiligt haben und natürlich auch den Zuschauerinnen und Zuschauern im Livestream. Es wäre schön, jetzt mit Ihnen allen noch einen Umdruck zu machen in der Berlin-Brandenburgischen Akademie, so wie wir das normalerweise machen beim Ampel-Momentum. Aber es gibt auch ein Positives, nämlich dass wir dieses Format doch sehr viel weiter öffnen konnten, was man schon an den Beteiligten hier auch in der Zoom-Session sehen kann. Wir haben also einen viel größeren Kreis einbeziehen können und das ist auch eine sehr schöne Sache, dass wir auf diese Art und Weise uns nochmal weiter ausdehnen. Die digitalen Formate gehen weiter am Institut. Wir haben auch in dieser Woche noch 2 Veranstaltungen. Zum einen möchte ich gerne hinweisen auf die Rudolf-Bernhard-Lecture, die 3. Rudolf-Bernhard-Lecture, die am Freitagnachmittag stattfinden wird um 17 Uhr, die wir auch im Livestream übertragen. Die Vortragende ist Professorin Bajak Charlie von der Hertie School. Sie wird anlässlich des 70. Geburtstages der Europäischen Menschenrechtskonvention sprechen mit dem schönen Titel To you, my fair friend, you never will be old. Und die EMRK ist ja auch eine Garantie, die sehr wichtig ist im Kontext der Themen, über die wir heute gesprochen haben. Auch deshalb wird es vielleicht interessant sein, sich diesen Termin auch vorzumerken. Vorher am Freitagnachmittag werden wir eine Kooperation mit dem Verfassungsblock haben. Es wird eine digitale Diskussion
geben, nochmal im Nachgang des Symposions zur gefühlten, tatsächlichen oder vielleicht auch nur eingebildeten deutschen Hegemonie, der German Hegemony, mit Armin von Bogdandy und weiteren Sprechern. Die Informationen dazu gibt es beim Verfassungsblog, aber auch auf der Website des Instituts, wo Sie im Veranstaltungskalender auch jeweils die anstehenden Termine verfolgen können. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren und Zuhören und allen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie alle gesund.